Hallo zusammen. Heute will ich euch auf eine Musikreise mitnehmen, aber ein bisschen anders als sonst. Denn heute will ich euch mal von der zeitlichen Abfolge her zeigen. Von der zeitlichen Abfolge her zeigen, toller Satzbau. Ich nehme euch einfach mal mit auf eine Musikreise und ihr könnt sehen, was das eigentlich für ein Aufwand ist, so ein Gig durchzuführen, beziehungsweise was da alles vorher passiert. Alles natürlich mit meinem gefährlichen Halbwissen. Ich komme ja nicht aus der Musikbranche, aber vielleicht könnt ihr euch dadurch mal ein kleines Bild machen, was das alles für ein Aufwand ist. Viel Spaß. Ja, alles beginnt mit einer riesen Schlepperei. Schleppen, 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 schleppen. Und dann geht es auch schon ab zum Venue. Ja, kurzer Überblick über den Veranstaltungsort. Rahmen ist natürlich das Osterfeuer, völlig klar. Ist ja kaum zu übersehen. Ja, wie sagt man eigentlich so schön, vor dem Vergnügen kommt die Arbeit und ihr seht hier, muss alles erstmal schön ausgepackt werden. Und ja, ich habe auch mit angepackt, keine Sorge. Ja, hier in dem kleinen Zelt ist Licht und Ton versteckt und das ist von Veranstalterseite gestellt worden. Ach ja, kleiner Hinweis mal zwischendurch, aus GEMA-Gründen muss ich zwischendurch den Ton komplett wegmachen, sonst kriege ich da irgendwie Ärger. Ja, hier mit dem orangenen Band, das sind die beiden Bassboxen, die stehen übereinander und die beiden Boxen werden links und rechts an der Bühne oben aufgehängt. Hier sieht man mal kurz Equipment für einen Gitarristen. Oh, das wird eine besondere Show heute. Achso, nee, nee. Jogi, du siehst aus. Hier auf die Kirmes. Das muss sein. Ja, schön warm. Ja, das sieht jetzt alles aus, als wäre das ratzfatz aufgebaut. Aber ich muss sagen, die Lichtanlage, die Bühne und das hat alles natürlich, schon gestanden. Und auch vom Veranstalter selber her ist ein Techniker mit dabei gewesen. Ja, was das gemeinschaftliche Kopfnicken jetzt zu sagen hat, weiß ich nicht. Das war vielleicht ein Titel, der im Hintergrund lief. Ich weiß es da auch nicht. Viele technische Geräte. Ach, ihr werdet euch kaputt lachen. Sind natürlich schon voreingestellt und hier ist einer der Meister mal und stimmt seine Gitarre. Ja, und jetzt sind wir schon so weit und es wird angefangen, der Sound entsprechend einzustellen. Bedenkt bitte, dass meine Aufnahmen jetzt hier amateurhaft mit meinem kleinen Mikrofon gemacht worden sind und dadurch wird der Sound sich jetzt nicht so anhören, als wäret ihr da gewesen. Hier wird jetzt ausgetestet, wie der Sound auf dem Feld ist. Da ist ja in der Mitte ein Osterfeuer und die Band hat die gute Angewohnheit, viel mit dem Publikum zu interagieren. Und in dem Falle werden sie wahrscheinlich einmal ums Lagerfeuer rennen. Einmal mit Profis arbeiten. Gott sei Dank ist Jan jetzt da. Ja. Jetzt höre ich mich auch. Los, einen noch zum Soundcheck und dann ist gut. Ja.
Ja, jetzt hier Soundcheck fertig und die Band zieht sich zurück. Ihr habt es vielleicht gesehen, da hinten steht so ein Bauwagen und da berichte ich euch gleich exklusiv. Nee, halt, stopp, hier werden noch kleine technische Probleme gelöst oder verabschiedet. Oder man zieht sich kurz nochmal in sich zurück, überlegt nochmal, mache ich das beim Auftritt vielleicht nachher so oder rauche ich einfach noch ein bisschen. Ja, im Backstage-Bereich, da gibt es immer was zu schnabulieren, meistens Kleinigkeit zu essen. Hier in dem Falle gab es dann Gutscheine für die umliegenden Fischbuden und Pommesbuden oder was weiß ich, fand ich noch, was alle da zu essen war. Dann zieht man sich zurück und spricht noch ein bisschen, spielt sich ein und singt sich ein. Damit lasse ich euch jetzt mal kurz alleine. Während dem komme ich die Ansichten anders. Wir sind schon gebunden. Somebody in love. Nee, das Kessel haben. Bernd? Bernd, hier wollen wir hier noch ein anderes Instrument rein. Oder man bespricht noch ein bisschen technische Themen. Boah. Ja, mein Herr. Nee. Ich mache alle schon in Lassi. Wie war da wieder? Wie war da wieder? Ich kann nicht mehr empfangen. Oh, das ist Jorgis Unterstützung. Boah, ist das nochmal. Das Pult, weil uns das ist. Don't worry if you don't know what you do. Don't give up if you just can't get away. Ja, hier wird sich nochmal gesammelt und gemeinsam gefroren. Es war nämlich an dem Tag echt arschkalt. Arschkalt sagt man nicht, es war eisekalt. Aber egal, da muss man durch. Psst, jetzt geht's los. Und denk dran, alles nur mit meinem kleinen, miserablen Mikrofon. My tears will break the mountain day. Let's go, I wanna go all the way to the horizon. Took a drink at the ocean, tread on water that we fall again. It's time I wanna dive to the bottom of the ocean. Take your ride, I wouldn't go there without you. Take a ride, I wouldn't leave here without you. I am the mountain, I am the sea. You can't take that away from me. I am the mountain, I am the sea. You can't take that away from me. This year tear us apart. Yeah.
Ja, zurück auf der Bühne muss natürlich die Soundqualität auch wieder stimmen. Also der Mixer hat dann schon einiges zu tun, das sage ich euch. Wenn dann Fremde auf der Bühne sind, da muss man immer aufpassen, dass die irgendwie nicht auf die Kabel treten oder irgendwas aus Versehen ausstecken von den Kabeln. Da kann alles Mögliche passieren. Vor allen Dingen wie hier, wenn schon vier Leute, davon noch zwei verkleidet, die sowieso nichts sehen, auf der Bühne rumtouren. Da ist immer Auge auf den Ton. Auge auf den Ton, wollte ich schon sagen. Ohr auf den Ton. Oder hier muss man auch aufmerksam sein, jetzt singt dann auf einmal der Schlagzeuger, die anderen ziehen sich ein bisschen zurück. Zumindest gesangtechnisch, da muss der Mixer immer auf der Hut sein. Du hast dich doch früher so für Tiere interessiert, wäre das nicht für dich eine eigene Praxis, Junge? So eine Situation, wo der Tonmeister ein bisschen aufpassen muss, weil von einem Lied läuft es automatisch ins andere rein. Also nicht automatisch, das ist schon ein bisschen Arbeit. Ja, hier ist auch so eine Situation, wo man sehen kann, dass der Sänger sich selber vielleicht nicht richtig hören kann. Er fasst sich an das In-Ear-System und ja, man weiß nicht genau, was da los ist. Vollbild auf den Schlagzeuger, die werden sowieso immer vernachlässigt.
wo auch immer aufgepasst werden muss, ist, wenn solche Premieren kommen oder irgendwelche Dinge passieren, die vielleicht eigentlich gar nicht so eingeplant waren oder nur so halbwegs eingeplant waren. Es ist halt am besten, wenn man sich verpisst, wenn alles noch halbwegs so mau. Ja, nix Feierabend, jetzt muss noch alles wieder schön ordentlich verstaut werden. Auch dabei darf nichts kaputt gehen. Alles muss so eingeräumt werden, dass es für den nächsten Gig wieder wunderbar funktioniert und alles wieder leicht aufzubauen ist. Also alles Retoure und so weiter und so fort. Wir fahren nach Hause ins Hafengebiet und singen ein trauriges Seefahrerlied über Krieg, die Fälle und unsere Heimat am Meer. Über Liebe, den Hass und den Heiligen Geist und die Möwe, die hier auf dein Auto das scheißt. Irgendwann kommen wir. Ja, das war es dann auch schon wieder von mir. Ich hoffe, euch hat die kleine musikalische Reise, kann man ja eigentlich sagen, Tagesreise gefallen. Und wir sehen uns bald wieder.